Hallo zusammen und damit heiße ich euch mal wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Video von uns. Aktuell ist schon ein bisschen schwierig mit dieser ganzen Coronavirus-Geschichte, aber ja, wir wollen mal nicht den Kopf in den Sand stecken. Es geht hoffentlich weiter und die Zahlen nähern sich ja schon langsam wieder in den positiven Trend. Ich hoffe, dass das auch weiterhin so anhält, dass das dann auch endlich mal wieder Geschichte ist, das Thema. Aber Näheres werden wir dann wohl erst in einigen Wochen sehen. Bis dahin empfehle ich euch und vor allem denjenigen, die jetzt wegen dieser ganzen Geschichte, auch wegen die Kinder vielleicht zu Hause bleiben müssen oder weil sie arbeitstechnisch halt zwangsläufig zu Hause bleiben müssen, unseren Kanal. Wenn ihr also Lust habt, ich habe stundenweise Videos hier hochgeladen, in unseren Playlists findet ihr einiges an Material. Also tobt euch aus und abonniert unseren Kanal. Ich danke euch dafür. In dieser Woche soll es ein Reload geben, denn auch ich habe arbeitstechnisch recht viel zu tun, deswegen habe ich auch wenig Zeit gehabt, was wirklich Neues vorzubereiten und deswegen gibt es ein Video, was schon mal hochgeladen war, jetzt von mir versehen mit einem Audiokommentar. Das Video läuft auch schon und wir befinden uns hier, deswegen verzichte ich mal auf den typischen Slogan, wir befinden uns hier in einer verlassenen Büroanlage, es ist ein typischer Komplex aus 3 oder 4 Etagen. Interessant waren hier, dass mehrere Firmen diese Anlage hier nutzten und davon auch noch sehr, sehr viel zu sehen war. Wir sind um das Haus ringsherum geschlichen und haben mal geschaut. Meistens ist ja irgendwo ein Fenster eingeschlagen. In dem Fall war es nicht so. Wir sind einfach ganz entspannt durch die Tür reinspaziert und haben dort doch insgesamt einen recht guten Zustand vorgefunden. Zwar war das eine oder andere recht durchwühlt, aber insgesamt war dort noch relativ viel zu sehen und verblüffend war auch, dass wir hier noch sehr, sehr viele Unterlagen, Akten und so weiter von den verschiedenen Firmen gefunden haben. Es gab hier Ingenieurbüros, es gab Umwelt- und Wassertechnik, es gab Steueranwaltskanzleien und sowas hier drinne. Aber was hier am Ende tatsächlich genau alles über die Jahre drinne war und wann das Ganze dann schlussendlich auch komplett geschlossen wurde, ist uns nicht weiter bekannt. Im Keller haben wir auf jeden Fall eine ganz tolle Sache gefunden, die man so auch nicht jeden Tag sieht. Und zwar ein Archiv. Und man kennt das ja typisch, wenn man Spiegel-TV-Dokumentationen guckt und die sind dann in irgendwelchen Archiven unterwegs, wo man dann die Schränke mit irgendwelchen Drehgriffen oder Hebeln bewegt. Und genauso war das auch hier. Teilweise waren die kompletten Bestände in diesen Archiven noch vorhanden. Wir haben also eine ganze Menge Baupläne gefunden. Also es war wirklich sehr viel zu entdecken und auch zu sehen. Nächste Woche werde ich euch dann wieder was ganz Neues bringen. Ich habe da schon eine coole Idee. Das wird dann ein Zweiteiler werden. Da gibt es dann auch wieder ordentlich Geschichte. Bis dahin habe ich auch wieder ein bisschen Recherche. Also freut euch auf jeden Fall auf nächste Woche. Steckt die Zeit gut weg. Bleibt auf jeden Fall gesund und wascht euch die Hände. Ich wünsche euch heute noch einen schönen Tag. Ich blende euch jetzt im Anschluss noch ein paar Bilder ein. Abonniert unseren Kanal und wenn ihr Bock habt auf weitere Videos, dann schaut gerne immer wieder vorbei. Bis dahin, macht's gut und ciao.